André Schiebler war früher einer meiner Lieblings-YouTuber. Beziehungsweise nicht André Schiebler, sondern vielmehr ApeCrime, die ich damals durch YTT kennengelernt habe. Und for real, wenn ich an meine Jugend denke und das irgendwie mit YouTube in Verbindung bringe, dann ist einer meiner Top 3 Kanäle definitiv ApeCrime gewesen. Doch wie André jetzt mehr oder weniger vermutlich abgestürzt ist, das ist wirklich heavy. Von einem der talentiertesten YouTuber Deutschlands bis hin zu einem TikTok-Streamer, der NPC-Streams durchführt. Und das Ganze halt nur, um ein paar Euro zu verdienen und sich dann zur Schau zu stellen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das alles besprechen wir heute in diesem Video, doch gehen wir erstmal ein Stück weit zurück zu ApeCrime. Der Kanal hatte wirklich unglaublich viele gute Videos. Er war sehr kreativ gestaltet und der Hype war fucking real. Aber mal so richtig. Jedes Video erreichte zwischen 500.000 und mehrere Millionen Aufrufe. Ihre Songs erreichten teilweise zwischen 10 und 20 Millionen Klicks. Und man kann diesen Hype fast mit keinem anderen Kanal vergleichen. Also das war in Deutschland wirklich zu Recht einer der größten Kanäle. Und die Jungs haben es geschafft, mit ihren beiden Kanälen knapp 2 Milliarden Aufrufe zu erreichen, bis es dann plötzlich anfing, zwischen Jan, Cengiz und André zu bröckeln. Beziehungsweise André hat sich halt von Jan und Cengiz distanziert, fand aber dennoch, dass ApeCrime damals die beste Sache war, die man hätte tun können. Weil man redet ja immer von ApeCrime-Trennung, 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 aber also ich habe mich nicht von ApeCrime getrennt, weil ApeCrime ist eine der besten Sachen, die in meinem Leben je passiert ist. Ich hätte ApeCrime auch weitergemacht, aber ich habe mich von Cengiz und Jan getrennt. Und dann zwangsläufig ist dann halt auch ApeCrime kaputt gegangen. Im Anschluss war dann erstmal Funkstille. Auf ApeCrime kamen keine Videos mehr und jeder hatte anschließend erstmal seine eigenen Kanäle verwaltet und aufgebaut. Während Cengiz weiter Content gemacht hat, hat Jan ein Interviewformat geführt mit Oh My God und André zog sich ein bisschen zurück, um sich später auf seine Musik zu konzentrieren. Doch dann kam der große Knall, denn André hat sich überlegt, dass sein Comeback doch eigentlich ganz cool wäre, wenn man ein Musikvideo raushaut und Jan und Cengiz darin mehr oder weniger frontet. Denn dieses Musikvideo hieß Lass sie los und ihr könnt euch sicherlich denken, um wen es da ging. Falsche Freunde, lass sie los. All die Sorgen, lass sie los. Die Zweifel, lass sie los. Lass sie los, lass sie los. Also er bezeichnete damit indirekt einen Jan und einen Cengiz als falsch und das war natürlich für die beiden relativ verletzend, muss man sagen. Ich wollte euch jetzt eigentlich noch ein paar Statements von Cengiz und auch von Jan zeigen und ich hätte theoretisch auch genügend Material, um das einzublenden, da aber wirklich alle Videos rund um die Thematik auch von Reaction-Streamern offline gestellt wurden, beziehungsweise auch nicht gelistet gestellt wurden, denke ich jetzt einfach mal, dass sie nicht wollen, dass sie dort so gezeigt werden und das respektiere ich, deswegen blende ich jetzt nichts ein. Ich kann aber nur so viel dazu sagen, Cengiz war unfassbar traurig, was André dort in seine und Jans Richtung meinte und Jan ebenso. Er wurde auch aufgrund der Trennung von ApeCrime extrem emotional und war zusätzlich aufgrund des Videos von André wahrscheinlich relativ schockiert gewesen. Ich glaube, das ist mehr als verständlich. Denn jeder ist schließlich seinen Weg gegangen. Ein Jan und ein Cengiz, die haben Statements gemacht zur Trennung von ApeCrime und waren dort wirklich sehr respektvoll, haben auch gegen niemanden direkt geshootet und André kam halt zurück mit einem frontenden Song. Das kam nicht so gut an. Also nur mal so, bei über 2 Millionen Klicks hatte das Video nur 47.000 Likes und ganze 128.000 Dislikes. In einem späteren Interview sagte dann André zu der ganzen ApeCrime-Geschichte, dass sie schon lange keine Freunde mehr gewesen sind, auch viele Jahre zuvor. Also im Prinzip war das dann sozusagen nur eine gespielte Kooperation oder Freundschaft. Die Freundschaft, womit wir aber damals begonnen hatten, die gab es schon länger nicht mehr. Also die gab es schon seit Jahren nicht mehr so, wie die Leute dachten, dass es ist. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich einfach nicht mehr so weitermachen konnte und auch nicht weitermachen wollte und mir die Frage gestellt habe, hey, was möchtest du denn? Was macht dich glücklich und was macht dich unglücklich? Das war auch der Grund dafür, weshalb sie dann die Zusammenarbeit beendet haben. Denn es wurde mehrfach gesagt, dass es zwischenmenschliche Differenzen zwischen André und den anderen beiden gab. Und jeder hat sich sehr wahrscheinlich in andere Richtungen weiterentwickelt, was ja auch völlig verständlich ist. Am meisten merkte man das aber dennoch bei André, denn dieser hat sich extrem krass von allen abgekapselt. Und auch für die Zuschauer hat er ein immer komischeres Verhalten gezeigt. Er meinte ja noch in dem Song Lass sie los, dass Jan und Cengiz irgendwie Fake-Freunde waren und dass er ja jetzt loslassen will. Dann startete er aber, vermutlich weil es irgendwie nicht mehr so krass lief, eine Videoreihe, bei welcher er auf wirklich jedes einzelne Video von ApeCrime reagieren wollte, um dort nochmal die Hintergründe zu erklären. Wir werden hier die gesamte ApeCrime-Geschichte durchleuchten. Wir werden das komplett durchgehen, komplett analysieren. Vom Anfang an, von der Gründung, vom Start bis hin zu
dem Ende natürlich. Wir werden alles hier durchleuchten. Gebt hier keine Tabuthemen, Freunde. Hier kommt die unzensierte Wahrheit auf uns zu bei dieser Videoreihe. Wir werden uns auch am Ende Jans Statement können wir uns noch angucken. Das hat er dann übrigens auch eine Zeit lang gemacht. Allerdings findet man dazu gar nichts mehr im Internet. Und auch das gerade gezeigte Video ist mittlerweile offline. Doch woher weiß ich das eigentlich? Ich meine, das ist jetzt schon seit sehr langer Zeit offline. Naja, ich wollte schon vor über einem Jahr ein Video zu Andres Entwicklung machen, weil ich ihn da schon ziemlich komisch fand. Und da habe ich mir halt wirklich alle Videos durchgeschaut, habe mir ein bisschen was gespeichert. Jedoch hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, weiter zu recherchieren. Aber was mir die damalige Recherche gezeigt hat, war, ich glaube, André hatte die größten Probleme, von Apecrime ernsthaft loszulassen. Der Kanal hat ihn wirklich unendlich viel gebracht. Doch durch seine späteren Aktionen wirkte er so isoliert, dass man halt als Zuschauer von außen betrachtet dachte, dass er sich aufgrund seines Fames von allen distanziert und sich für etwas Besseres hält. Vor allem aufgrund der Musikvideos, die er plötzlich produzierte. Er postete so auch immer wieder seine Frau, die er aber vom Gesicht her nicht zeigte, und manche Inhalte waren auch ziemlich nackt und anstößig gewesen. Dazu blende ich euch jetzt aber mal keine Bilder ein, weil das Problem ist, dass YouTube ein großes Problem damit hat. Eins kann ich aber trotzdem sagen, auch zur damaligen Zeit fand ich seine Storys ziemlich unangenehm und abgehoben. Und das alles, während halt Jan und Cengiz ihr Zeug gemacht haben und sich auf sich selbst konzentriert hatten. Und allmählich kommen wir nun zur heutigen Zeit an, denn während Cengiz wieder aktiver YouTube durchzieht und auch wirklich stabile Klickzahlen macht und Jan seine Leidenschaft in der Musik gefunden hat und das ebenfalls auf YouTube präsentiert, hat André einen Weg eingeschlagen, der unangenehmer nicht sein könnte. Und zwar gibt es ja den sogenannten NPC-TikTok-Trend. Und auch ich habe mich diesem Thema schon unterworfen und ein Video dazu produziert. Glaubt mir, das ist an Fremdscham und Unverständnis kaum zu unterbieten gewesen. Das hat nämlich damals mit einer TikTokerin angefangen, die auch gemeint hatte, dass sich das extrem lohnt für sie, weil sie dadurch richtig viel Geld pro Stream bekommt. Und dieser Trend hat sich dann immer und immer mehr durchgesetzt und das sah im Prinzip so hier aus. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Okay. Money gun, I got your name. Wow, a lot of gift for you. Yes, yes, yes. Hee-haw, yes. You got me feeling like a cowgirl. Let me ride it, huh? Hee-haw, yes. You got me feeling like a cowgirl. Let me ride it, huh? Klar nenne ich dich dann. Das Ganze hat dann übrigens weltweite Wellen geschlagen. Und die Kacke hat plötzlich jeder zweite TikTok-Streamer gemacht. Also ihr müsst euch vorstellen, Menschen spielen einen NPC vor ihre Handykamera. Also einen Non-Playable Character, welcher in Videospielen einfach nur sinnlose Bewegungen oder Geräusche von sich gibt. Und ich dachte mir ja, dass es bei Randoms schon wirklich komplett cringe ist. Aber dass ich jetzt sehen musste, wie das André Schiebler von Apecrime macht, hat mich dann schon ein bisschen sprachlos gemacht. Ein Gartenzwerg! Ein Gartenzwerg! Ein Gartenzwerg! Danke für die Rose, danke für die Rose, danke für die Rose, danke für die Rose, danke für die Rose. TikTok! Yeah! Danke fürs Teamarmband! Danke fürs Teamarmband! Danke fürs Teamarmband! TikTok! Knapp 2000 Menschen sehen hier einen ehemals extrem erfolgreichen YouTuber dabei zu, wie er einen NPC spielt. Leute, ich kann das beim besten Willen alles nicht mehr. Bro, du warst einer der Leute, zu denen ich damals aufgesehen habe, weil du mit YouTube alles abgerissen hast. Ey, der Typ hat wirklich mit mehreren Accounts alles erreicht, was man erreichen kann auf YouTube. Er hat unglaublich geilen Content geliefert und jetzt sehe ich, wie er den gleichen Schmutz macht, wie irgendwelche random TikTok-Streamer, die nur auf Geld aus sind. Es schmerzt wirklich ehrlich zutiefst, weil ich dachte, dass jemand wie André sowas nicht nötig hat. Zumal er mir persönlich auch in der Öffentlichkeit relativ ordentlich und seriös rüberkam. Aber Dicky, jetzt mal ganz ehrlich, da kracht's doch wirklich gewaltig. Und das hat er übrigens auch nicht nur eine Minute gemacht oder so. Das lief den ganzen Stream über so. Damit ihr noch mehr Schmerzen spüren könnt, hier noch eine Sequenz. Danke für die Rose, danke für die Rose, danke für die Rose, danke für die Rose, danke für die Rose. Arr, ein Panther. Ob du dumm bist, habe ich gefragt. Also wie kann man sich bitte nicht für sowas schämen, wenn man zuvor bekannt war für überheftige Parodien oder geile Songs wie diesen hier? Alter, ihr könnt mir wirklich sagen, was ihr wollt. Aber dieser André hat nichts mit dem früheren André zu tun. Und holy moly, habe ich gerade bei dem Song dicke Nostalgie-Schübe bekommen. Am Ende des Tages muss ich leider sagen, während Cengiz relativ stabil durchgezogen hat, sich aufs Zeichnen konzentriert hat, auf Twitch, auf YouTube und so weiter, jetzt läuft auch sein Kanal wieder besser, und Jan sich in der Musik verloren hat und auch dort Content produziert, ist André anscheinend an einen Punkt angelangt, wo man NPC-Streams für ein bisschen Geld macht. Das ist ehrlich sehr schade, zeigt mir aber auch wieder, wie die Entwicklungen von den jeweiligen YouTubern liefen.
Am Ende wissen wir natürlich aber auch nicht, was alles privat ablief und weshalb er sich jetzt dazu entschieden hat, solche TikTok-Streams zu machen. Ich persönlich kann es allerdings nicht nachvollziehen, denn das rechtfertigt im Endeffekt nicht solche Cringe-Streams. Schreibt mir gerne mal, wie ihr seine Entwicklung miterlebt habt. Habt ihr damals ApeCrime geschaut? Würde mich an der Stelle interessieren. Und noch eine Frage. Würdet ihr es euch wünschen, wenn ApeCrime irgendwann wieder zusammenkäme und Content machen wie früher? Oder sagt ihr, ey yo, ist jetzt eh vorbei? Ich muss euch aber trotzdem enttäuschen, denn dazu würde es nie kommen. War eigentlich bloß so ein Gedankenexperiment und dass ihr die Kommentare pusht. Denn André meinte, ein Comeback ist ausgeschlossen. Auf diesen antwortet der YouTuber nun via TikTok. Vertraut mir, das wäre scheiße, selbst wenn wir uns verstehen würden. Ein Comeback ist also ausgeschlossen. Aber woran liegt das? Auch das erklärt André in dem Video. Diese Zeit, das ist eine Nostalgie. Ihr wart da auch anders, die Welt war anders, die Zeit war einfach anders. Es würde niemals der Punkt kommen, wo ihr sagen würdet, wenn da jetzt wieder Videos kommen würden, ah ja geil, ich fühle mich so wie früher. Das ist Geschichte, Freunde. Wisst ihr, man kann da nie wieder drankommen. Tja, scheiße gelaufen, kann ich aber durchaus nachvollziehen. Ich hoffe allerdings, dass euch das Video hier gefallen hat. Lasst super gerne ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und... Ciao.